Guten Abend, Gräfin. Guten Abend, Ihre Majestät. Was können Sie über den Ball sagen? War es gut? Über was? Über den Ball. Naja, sie wollten einen Ball zu haben und sie hatten einen Ball, ja. Gut, ja? Oder? Ja, ich bin damit zufrieden. Aber sind Sie auch zufrieden? Ich habe bemerkt, manche neue Cotillons, oder nicht? Ne? Mhm. Oder die fallen Sie haben anders. Die sogar getanzt. Ja. Haben Sie das genossen? Hä? Genossen? Ja. Ja, ich denke so. Mein Gehirn ist die ganze Zeit irgendwie auf Reformen konzentriert, politische Dinge, ja. Die waren Kotillionen oder Kotillionen. Kotillionen auch, ja? Ja, sicher. Ich erinnere mich, wenn wir auf dem Plan von Kreuz alle standen. Das mussten Kotillionen sein, ja. Aber die Namen sind nicht sehr wichtig. Wichtig sind die Laune, die man dabei hat. Die Laune, ja. Und die Motivation, weiter zu tanzen, weiter die Bälle zu organisieren. Sind Sie damit wahrscheinlich auch einverstanden? Nächstes Wochenende noch einen Ball zu organisieren. Naja, wenn wir machen so mit den Eintrittskarten wie hier, dann warum nicht? Ja, das kann Ihren Reformen wirklich helfen. Denken Sie, ja? Ja. Dann können die Bälle Sie auch zu den weiteren Reformen motivieren. Und, naja, die werden die Laune der Majestät einfach verbessern. Das finde ich sogar wichtiger. Ja, aber was wird passieren, wenn meine Beamten nur über Bälle denken, starten können? Sie werden gut gelaunt und dann erfüllen sie ihre Aufgaben sogar besser als früher. Mhm. Persönlich habe ich nichts gegen Bällen, aber die Aufmerksamkeit kann sich teilen. Ich bin genannt der beste Bürgermeister von Wien, nicht ohne Grund. Ich ständig arbeite um das Vermögen. Sie sind der beste Kaiser von Österreich, nicht nur Bürgermeister von Wien. Na ja, aber ich bin so genannt, dass ich so viel für Wien gemacht haben. Prater zum Beispiel geöffnet für die alle, nicht nur für die Edlige. Ja. Das war eine wahre Revolution. Schön, reservieren Sie bitte nur für Adelige. Ja, das ist jetzt ist für alle. Die Adlige beklagen sich darüber. Ja, wir Adelige sind. Alle Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Super. Also nächstes Wochenende haben wir den nächsten. Sie versprechen das uns. Aber Sie so müssen haben, dann warum nicht? Aber Sie kümmern sich um die Details. Ja, sicher. Ich übernehme das auf mich. Und jetzt können Sie ein bisschen Ruhe haben. Normalerweise am liebsten gehe ich zu den Privathäusern der Aristokraten in Wien, weil alles schon erledigt ist und ich kann. Dann können Sie zu meiner Privatparty kommen. Ich organisiere in meinem Haus Privatpartys, Privatbälle ab und zu. Sie waren bestimmt noch nicht bei mir und Sie sollen bei mir sein. Ja, warum nicht, wenn die Reformen mich erlauben und die Arbeit? Unter den Reformen finden Sie ein bisschen Zeit. Nur einen Abend für meine besondere Hausparty. Montag kann nicht sein und Dienstag auch nicht. Am Dienstag habe ich militärische Sache. Ich muss wirklich viele Inspektionen noch durchführen, um wirklich, dass die Armee wirklich das Niveau von der Armee von den Preußen erreichen könnte. Und am Mittwoch auch nicht möglich, dann wir müssen beschließen, was wir machen mit unserem Sparsamkeitsprogramm. Am Donnerstag
habe ich ein Konzilium über das Stadtwesen von Education, Bildungsprogrammen. Freitag kann sein, Freitag. Gut, ich organisiere meine Party nur für Sie wenn und ich, am Freitag. Wenn ich dort sein sollte, dann Freitag. Ich verspreche Ihnen, die Party wird am Freitag stattfinden. Und ich warte. Ja, obwohl, Ihre Majestät. Obwohl, ich habe ein ich muss begegnen mit dem Banker. Aber er ist Freitag genannt, aber er kommt am Samstag. Er ist natürlich er Jude, Freitag genannt. Jude wird bis Samstag warten. Jude kann am Samstag kommen. Ja, aber er ist, ich denke, er ist schon geplant so. Aber er heißt sich Freitag und deswegen habe ich gedacht, dass vielleicht er kommt. Denn Freitag reservieren wir schon. Ja. Er kommt am Samstag schon. Ja, er kommt am Samstag schon. So war das geplant. Ja. Dann warte ich auf Sie bei mir am Freitag, am Abend. Und Sie wissen bestimmt, wo ich wohne. Ja, vielleicht Salieri kann etwas vorbereiten für uns in diesem Ball. Ich würde fragen. Dann. Ja. Oder dieser Salieri ist besser. Salieri, ja. Mhm. Ja, ich muss wieder zu Reformen, also verzeihen. Und vergessen Sie die Versprechen. Ja.